Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Frosthör XXL. Und ja, ich glaube, ihr wisst alle, auf welchem Server ich bin. Ich bin auf dem Gomme-Server und spiele gerade das Zombie-Spiel. Ich weiß nicht, wie der Originalname lautet, aber ist ja nicht so schlimm. Und ich will als allererstes euch mal meine Erfolge zeigen. Hier seht ihr sie, ich habe schon sehr viele geschafft, ich brauche nur noch 9. Wow! Und jetzt zum zweiten. Dieses Video wird ein bisschen geschnitten. Also ich mache wahrscheinlich 2 bis 3 Runden. Runden. Meine Sprache wieder so toll. Einfach nur toll. So. Ach. Immer wenn ich filme, bin ich im Jump'n'Run so schlecht. So. Und die Map, in der wir spielen, heißt übrigens Cutcliffe. Das ist diese Welt hier. Und die Zombies spawnen auf der anderen Seite. Also dieses Spiel geht es einfach darum, wenn man ein Zombie ist, alle Villager umzubringen oder alle Menschen, und die Netzen müssen einfach 50 Skulls haben, hier steht es. Das sind einfach so Heilungsmittel. Ja, und mehr müsst ihr, glaube ich, gar nicht wissen. Und ich habe den am liebsten, den beschütze ich am meisten. Aber dieses Mal gehe ich mehr auf den Angriff. Ich meine, dieses Spiel ist für mich eigentlich recht leicht, ich finde es gar nicht so schwierig und es macht sehr viel Spaß. So, den töten wir gerade mal. Ja, das sind gerade 2, gut. Habe ich gerade. Da ist er. Da, ja, das ist ein Zombie, oder? Ja, das ist ein Zombie. Den nehmen wir natürlich dran. Komm, bleib hier. Bleib hier. Jetzt hat ihn einfach der genommen. Ja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich wollte ihn. Ich wollte ihn. Das war mein einziger Zombie. Oh mein Gott, wir sind so wenige Spieler, wir verlieren. Ah, gut, so, Zombie getötet. Hier auch keinen. Ah, der hat mich ein bisschen jetzt reingelegt. Schön nach, ja, wo ist er jetzt hin? Ach, da waren zwei, da. Ach du meine Scheiße. Wir sind wirklich nur so wenig Spieler. So, ich brauche für mich ein bisschen Lebensmittel. Heilungsmittel, Lebensmittel. Okay, es ist zwar schon etwas zum Essen, aber... Heilungsmittel klingt jetzt wirklich besser. Und ja, ich gehe wieder in den nüchternen Angriff. So, Bogenspann. Ja, getroffen. Super, gut. Ein bisschen kehren. Da oben. Dort, ja. Komm, du Zombie. Ach, ja, jetzt habe ich ja schön getötet. Gut, dann sammeln wir das ein. Habe immer noch den Husten. Naja, bei mir ist das bekannt. So. Okay, denn... Ah ja, übrigens, diese Zombie-Köpfe braucht es, um die Heilungsmittel zu brauen. Und diese Fallen sind, die können nur Zombies... Das ist scheiße. Wie sind die... Die sind so scheiße, die... Habt ihr das gesehen, hey Leute? Ich meine, die Zombies wollten mich beide angreifen. Der erste explodiert, der andere rennt auch noch rein. Oh wow, wir sind noch so wenig Spieler. Ah, den habe ich schnell getötet. Du bist ein Noob. Ah, da haben wir noch einen. Oh, du hast meinen Wilsche getötet. Ach, scheiße, wir haben nur noch 2. Okay, jetzt heißt es wirklich langsam aufpassen. Ich meine, wir sind auch nicht mehr viel Spieler. Aber alle Leben, ich habe praktisch alle Leben, ja, das stimmt. Ich glaube, ach, du dummer Zombie, du bringst nicht meinen Freund um. Ich meine, wir sind schon genug geschwächt. Ach, diese kleine Viecher, da oben ein Zombie. Jetzt ist es gefährlich gewesen. Boah, jetzt hatte ich Glück gehabt. Ja, jetzt habe ich Glück gehabt. Das ist gerade so richtig spannend. Ja, den Zombie bringe ich um. Wo ist er? Ich habe, glaube ich, getötet. Gut. Und eine CNC habe ich auch noch. Cool. Hey, Zombies. Nein. Ich hätte vielleicht doch eine CNC gesetzt. Ah, nein, ich habe es geschafft. Wo ist da der Kessel? Hab noch Skulls 5. Ich bin so ein richtiger Zombie-Umbringer. Dieses Spiel... Ich liebe es einfach. Und ich meine, diese Welt, Cutcliffe, ist eigentlich jeder Villager leicht zu verwischen. Einfach der ist fast nicht möglich. Das gebe ich den Zombies zu. Das ist sehr schwierig. Oh, wir sind nur 4 Spieler. Das ist wirklich wenig. Dann sollte ich jetzt aufpassen. Ah, da oben kommt einer. Ich schicke ihn runter. Ah, der hat es cool gegeben. Gut. Und am Schluss steht übrigens immer noch das Endergebnis, wie viele Zombies man getötet hat. Ich verziehe mich mal nach unten. Wieso kann ich die TNT nicht setzen? Doch, jetzt habe ich es geschafft.
Ach, okay, das war scheiße von mir, aber egal. Okay. Wenigstens habe ich sehr gut gekämpft. Ich habe vergessen, dass ich ein Zombie bin. So, als Zombie muss man natürlich die netten Menschen umbringen. Und natürlich nicht Zombies. Das wäre echt doof. Ich meine, ich habe jetzt gerade gedacht, ach, die macht mir nichts. Ist ja nett. Ach, jetzt ist nur noch einer, okay. Wir haben gewonnen. Das ist so klar gewesen. Ah, hier. Köpfe abgegeben, 11. Zombies getötet, 10. Seht ihr, ich habe 10 Zombies getötet. I'm the killer. Okay, vielleicht hat ja jemand mehr gekillt. Wir haben nur 34 Skulls. Davon habe ich 11 gebracht. Ich alleine habe 11 gebracht. 11 Skulls. Okay. Man muss sich das mal überlegen. Gut. Der Server startet gerade neu. Und ja. So, und willkommen zurück. Ihr seht, ich bin jetzt gerade in einer neuen Runde. In einer neuen Runde von, wie heißt es schon wieder? Das Zombie-Spiel einfach, dass ich von dem ich den Namen nicht weiß. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe die Map dieses Mal Creep Air genommen. Die ist auch sehr witzig. So, oh, da kommen die ersten Zombies. Gut, dann schießen wir die mal runter. Och, hilft mir doch keiner. Da hilft mir ja wohl kein... Ah, einer TNT. Gut. Da haben wir einen Skull. Ich bin der Erste, der das Skull gebracht hat. Cool. So, dann mal ein bisschen fighten mit den Zombies. Ein bisschen Sachen einsammeln. Naja, wieso bekomme ich da nichts? Ein bisschen heilen. Und ein bisschen in den Kampf. Ich sage ein bisschen, obwohl ich vorhin... Nein, ich gehe nicht vor den Kampf. So. Zombies, kommt zu mir! Ja, gut, ja, den habe ich noch gesagt. Kommt Zombies, kommt, ihr seid verloren. Ihr habt keine Chance gegen... Oh! Ich habe vergessen, dass da... Mann... Wenn man zu nahe übrigens am Spawn von den Zombies ist, dann... kann es sein, dass man vergiftet wird. Und ich wurde jetzt erst gerade, oder irgendwie verletzt, einfach so. Ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, aber egal. Und ich glaube, wir haben einfach schon gewonnen, weil die Zombies keine Chance haben gegen uns, oder gegen mich. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo sind sie hin, meine ich? So, den haben wir auch gerade getötet. Ah, komm, ja, den haben wir getötet. Gut, dann haben wir noch eine Angel. Ach, diese Angel ist eh scheiße. Da haben wir ein paar Skulls. Was soll das? Wieso auf mich? Ich wollte nur Skulls bringen. Gut, wir haben 16 Skulls. Und ich habe mal Bock, eine TNT zu setzen. Zombies, geht mir aus dem Weg. Peng. Ach man, es ist nur keiner explodiert. Harry Potter 2. Ah, Sirius 3626 war auch da drin am Spielen. Hab ich nicht gewusst. Ja. Wow! Ja, ich habe jetzt alleine aufgenommen. Wahrscheinlich werde ich morgen wieder mit Sirius 3626 aufnehmen. Ich weiß aber noch nicht. Oh. Und jetzt muss ich gerade mich ein bisschen konzentrieren. Ich bin nämlich ein bisschen geschwächt. Ich esse mal ein bisschen Food. Dann schieße ich wieder ein paar Zombies herunter. Boom. Ach, jetzt werden sie doch ein bisschen zu stark. Ach nein, sie sind erst einer mehr. Komm, du Zombie. Ich muss dich haben. Ja, gut. Ja, gut. Dann habe ich... Ach, schade, der hat dir eine TNT gegeben. Ah, gut, ich habe einen Trank der Schnelligkeit. Ach, das heißt, ich bin ein Zombie-Killer. Okay, das ist zu echt. Jetzt habe ich es wirklich übertrieben. Egal, wenigstens habe ich ein paar Zombies getötet. Ich wurde doch nicht von dem infiziert, ich bin in die Schlucht gefallen. Hm, egal. Okay. Ich infiziert zu werden, aber man muss sagen, ich habe ja extra in den Schlacht gegangen. Ich meine, ich möchte es ja ein bisschen spannender machen und ich finde es langweilig, wenn die Zombies nicht machen. Ich zeige es jetzt denen mal, wie man das macht. So, man geht so zu den Bildschirm und man schlägt sie herunter. Habt ihr gesehen? So muss das ein Zombie machen, nicht wie die es machen. Und jetzt noch gerade noch einmal zum Zeigen. Natürlich konnte ich jetzt den Bildschirm nicht hervorragend schwächen. Aber ich meine, diese Zombies sind jetzt extrem schlecht. Seht ihr, ich bin schon wieder durchgekommen und ein Bildschirm schwächen. Und ich habe schon wieder 3 Leben von ihm gedroppt. Nicht gedroppt. Wer einfach ihn dreimal verletzen können. Und ich renne. Ich weiß nicht wieso, dass ich die anderen Zombies nicht schaffe. Und wenn ich es schaffe. Okay, jetzt habe ich es auch nicht geschafft. Oder halt nicht. Und... Dann geht's wieder in den... Oh!
nicht in die Schlucht. Ach, danke. Ist besser, als in die Schlucht zu fallen. Und ich meine, okay, ich habe... Es ist erst ein Wildschirm weg und die Skulls sind gerade gebraut. Also heißt das... Moment, ja, wir haben gewonnen. Gut, die Runde ist zu Ende! Und gewonnen haben... Warte, was steht bei mir? Zombies getötet, 4. Köpfe aufges... Okay, dieses Mal habe ich nicht so gut gespielt. Aber man kann sagen, ich bin auch voll in den Kampf gegangen. Und ich wollte es eigentlich den Zombies ein bisschen leichter machen. Und muss sagen, für das die Zombies so einen schlechten Fortschritt gehabt haben, habe ich es ihnen noch recht geholfen. Wenn auch nicht zu extrem. Bad Game. Einer Bad Game geschrieben. So. Dann mache ich noch eine Runde. Und ja, dann beende ich wahrscheinlich das Video. So, und willkommen zurück. Ihr seht, ich bin in einer anderen Map wieder mal. Dieses Mal in Gravetown. Und dieses Mal möchte ich nicht eine normale Runde machen, sondern ich möchte austesten, ob man also hinten in der Welt in die Schlucht fallen kann. Und ja, das setze ich mal gerade aus. Wie wir sehen, ist hier tatsächlich eine Schlucht. Schaut mal. Oh, einfach eine Schlucht. In einer, das wurde einfach im Himmel gebaut, also. Gut, und für was steht das hier? Ich denke, sind das Kreuz oder was? Keine Ahnung, aber ich habe mal Bock, da raufzusteigen. Nicht im perversen Sinn. Aber ich war doch nicht in die Schlucht. Ah! Aber nicht in die Schlucht fallen. Okay. Okay. Ich versuche jetzt gerade nochmals mit dem... Naja, ich bin jetzt halt ein fliegender Mensch. Naja, ich kann es besser austesten. Gut, dann schauen wir das mal uns an. Ich glaube, das ist... Ah, ich glaube, das... Ah, jetzt weiß ich... Wie sagt man? Telefonleitung. Ja, genau, das sollte eine Telefonleitung, glaube ich, da bilden. Ich hätte mal Lust, da raufzugehen. Hätte ich jetzt wirklich Lust. Okay, ich könnte ja eigentlich... Ich bin so dumm. Ich kann ja eigentlich da rauf. Früher wollte ich immer da... Ja, ich weiß noch. Einmal habe ich mich so gefragt. Ah ja, das war so lustig. Es kam zwar in kein Video von mir vor, aber einmal habe ich mich einfach gefragt, wie kommt man darauf auf die Telefonleitung? Habe so lange studiert, bis ich darauf kam, dort oben, ja, oh, dort oben so, wisst ihr da, habe ich so studiert, wie ich da heraufkam. Und okay. Habe ich so einen komischen Weg da hingenommen, dann da, da und dann da. Da ging ich alles runter und dann sehe ich, was sehe ich? Man kann vom Haus hier darüber springen. Ich bin wirklich so scheiße. Und ja, ich denke mal, das war's mit dem Video. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bevor ich beende, möchte ich noch ein Video von mir empfehlen. Das ist Was kam gestern raus. Das ist dann mein Allosaurus-Tribut. Sehr empfehlenswert. Habe ich selber geschnitten und alles. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wow! 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 Ow! Ow! Ow!